Hallo und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von The Medium. We lived upstairs from Jack's funeral home. It wasn't as weird as it sounds. Besides, if it wasn't for that, I may never have learned to use my powers. Okay, ich denke, hier wohnen andere Leute drinne. Oh, es regnet wirklich. Was ein Trauertag. Also ich weiß nicht genau, wo lang wir müssen. Okay, hier ist ein Hausflur. Ich will eben noch mal die andere Seite da eben, bevor wir jetzt runtergehen, gucken. Hier ist aber, glaube ich, nichts. Okay. Falls ihr euch wundert, warum ich so komisch laufe, ich glaube, das Game ist deutlich besser spielbar mit Controller. Ich habe aber keine Spiele mit Tastatur und Maus. Also von daher laufe ich hier und da auch mal gegen Wände. Dann gehen wir mal runter. Denke, hier wohnen auch nur andere Leute drin. Jack taught me to accept my condition. Of all my foster parents, he was the only one who saw it as a gift and not a curse. So, ich will immer grundsätzlich erstmal überall gucken, ob man was aufnehmen kann, angucken kann, ne? Aber hier ist anscheinend nur dieses eine Schild. Der letzte Abschied. Bestattungsinstitut. Ach, wir sind schon hier, okay. Bevor wir da reingehen. Okay, wir kommen wahrscheinlich nirgendwo sonst rein. Das ist das gleiche, okay. Oh, dann wollen wir mal. Jack's in the prep room. Okay. The key should be in the office. Das heißt, wir müssen erstmal den Schlüssel finden. Was haben wir hier? Kann man nichts weiter machen, okay, außer das angucken. Hier haben wir den Schlüssel. Sehr gut. Ach, da sind wir mit Jack wahrscheinlich. Was haben wir hier noch? Bestattungsprotokoll. Name des Verstorbenen: Adam Nowak. Familienkontakt: 322-02-999. Allgemeine Informationen: Geschlecht. Männlich oder war männlich? Geburtsdatum war der 2.5.1976. Geburtsort in Krakau. Name der Mutter Hanna. Name des Vaters Stanislav. Beruf Universitätsstudent. War verheiratet gewesen. Todesdatum 9.10.1999. Todesursache Autounfall. Zusätzliche Dienstleistungen: Einbalsamierung und Ankleidung. Plus Blumen. Jack, Mrs. Nowak, brachte heute die Zahlungsbestätigung für die Bestattung. Sie ist im Schrank. Außerdem hat sich Robert am Freitag freigenommen. Wir müssen also jemanden anderen für die Beisetzung finden. Marianne. Okay.
Sonst ist hier wohl nichts weiter. Hier geht's nicht lang. Auch nicht. Dass sie die Schlüssel auch nicht wieder mitnehmen, ne? Dass sie dann einfach so stecken bleiben. Nichts. Not sure if I'm ready for this. Weiß ich auch nicht, ob ich dazu bereit bin. Ich will jetzt hier keine Leiche einbalsamieren. So, die ist da drin. Bevor die rausholen, gucken wir uns nochmal hier kurz um. Sind denn alle Fläschchen richtig an der richtigen Stelle? Sieht gut aus. Dann holen wir mal die Leiche. Ich muss laufen, lol. Mich schon gewundert, nichts passiert. Ja, okay. Ja. Ah nein, haben wir die nicht mitgenommen? Hä, ich hab die doch mitgenommen, die Klammer. Krawatte, okay. Kombinieren? Ah, okay. Snazzy. You wouldn't have it any other way. Na komm, dann kriegst du mal deine Krawatte um. I didn't expect this to be easy. I guess I didn't know what to expect. When things get personal, it just burns you from the inside out. There. I guess you're ready. People read the signs, it's closed. Okay, jetzt beginnt wohl das Gruselige. Ich habe ja gar keinen Bock drauf, zumal es jetzt selber bei mir dunkel ist. Hier ist nichts weiter. Oh, da ist was. Ich will nicht.
Okay. Ja gut, wenn man auch die Tür vorne auflässt, ne? Sieh oben nach. What the hell? Alter, nicht cool. Oh. Okay. Keine Ahnung, wie die Katze hier reinkommt. Then it happened, as it did so many times before. Just when I thought my day couldn't get any worse. Where is that darn notebook? I'm gonna be late. See my notebook, did you, darling? My memory's a bit fuzzy. So much for aging gracefully, eh? Listen, Jack. You should probably get some rest. Forget the notebook. Oh, no, no. I've got so much work, my dear. It's okay, Jack. No, I can't just... Let it go. It's not important. You are crying. What's wrong, dear? Oh, why is it so cold in here? Where is that? It's okay, Jack. It's okay. My sweet little Marianne. What would I ever do without you? Jack. Don't worry about it. It's time to get some rest. Oh, Marianne. Yeah? No. I'm worried about the surgery. When I'm at the hospital, are you sure you're gonna be all right? Yes, Jack. It's gonna be fine. You know, I promised myself once I would never let anything happen to you, not while I'm around. I'll be fine. I promise. Oh. No risky stuff then. Huh? All right? All right, Jack. Most people would give anything to have that opportunity. To say all the things that were left unsaid. But it didn't make things any easier. I could help 1,000 souls cross over, but when it came to Jack, it still hurt like hell. I love you too, Daddy. I used to think everyone saw the world the way I did. Divided. Torn between two realities. But no. I was the only one. Or so I thought.
We're closed. There's another funeral home across town. I can give you the number. Marianne. Who is this? You don't know me, Marianne. But I know you. Look. If this is a joke, You need to listen to me, Marianne. Okay, I'm hanging up. I know what you are. What? Who is this? My name is Thomas. I need your help. Listen, if that's all you've got, I'm... No, there's more. I can give you the answers you've been looking for your whole life. But I need you to trust me. Trust you? I don't even know you. It all starts with a dead girl. What did you say? The Nemo Resort. Find me there. Please. The light. It's almost gone. It's not dark yet, but it's getting there. You're the only one who can stop it. You're my only chance. Hello? Hello? Shit. Vertrauen wir denen oder vertrauen wir denen nicht? Jemanden vertrauen, den man gar nicht kennt. I went on nothing but a hunch, a call from a complete stranger. But I'd learned to trust my instincts, and there was something about this guy, his voice. I felt like I should know him. Either way, he sure seemed to know me. The Nemo Workers Resort. Right off the bat, I could feel there was something off about that place. So, dann sind wir jetzt hier doch hergefahren. Kann man hier an die Karte ran? Oh ja. Okay, kann man halt nicht viel erkennen.
bevor ich da jetzt reingehe, will ich erstmal so ein bisschen gucken. Hier kann man nämlich noch nach hinten. You wanna keep me out, Neva? Ah, okay. Gut, dann gehen wir doch erstmal rein, bevor wir da rüberklettern. Anyone home? I guess not. Okay. Gab's anscheinend nur eine Postkarte drin. Es ist hier nichts weiter. Ich würde mal interessieren, kann man hier in die Tür so? Ja. The front gate was locked up tight. Okay. I needed to find another way in. We're gonna have to do better than that. Not a whole lot of people knew about Neva. It used to be a government-owned vacation resort. Until one day it just stopped. And so an urban legend was born. The Neva Massacre. The details were always fuzzy. Crazed workers, ancient curses. You know, the usual. Warum hat das Spiel uns jetzt gesagt, dass wir mit Shift rennen können? Müssen wir gleich rennen? Ich höre hinter uns Geräusche irgendwie. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört. Ah. This old thing here. Oh, what a mess. People can be such bastards sometimes. No wonder history keeps biting us in the ass. Eine Grabstätte, verschmiert, beschmutzt. Nicht schön. Im Gedenken an die Opfer des Zweiten Weltkrieges 1939 bis 1945. Für die Töchter und Söhne des Landes, hier ruhen die Gefallenen, um uns daran zu erinnern, dass die ganze Erde ihr Grab ist. Hier auch irgendwie lang, ne? Es
tut mir leid, ich zock echt nicht so wirklich Singleplayer-Games. War da gerade was? Nee. Boah, das war das Blatt. Und ich will dann auch gucken, dass ich möglichst alles irgendwie mitnehme, finde, etc. Aber wir werden sowas öfter machen. Motorrad-Content bleibt natürlich, aber wir werden öfter so Horror-Games, Story-Games zocken. Wenn es gut bei euch ankommt. Wo kommt der Ball her? Hello. Fußtapser. Aber kann ich da jetzt was mitmachen oder? Nee, ich sehe die nur. Können wir den Fußspuren praktisch folgen. Sieht nach einem kleinen Mädchen aus auf jeden Fall. Vom Lachen und von den Fußabdrücken her. This. Okay, hier hören die irgendwie auf, die Fußspuren. Versuchen da lang zu laufen. Ah, hier gehen die weiter, okay. Ah. Was haben wir denn hier? Okay, da kann man nicht ran. Ist aber ein Handabdruck. Bevor wir da lang laufen, weil ich glaube, da geht es nämlich weiter, will ich nochmal gucken, ob man in die andere Richtung auch kann. Also praktisch hier lang. Aber da kann man nicht lang. Okay. Geräusche gefallen mir ja nicht gerade. Looks like an old fort. Might be my way in.
Ahnung. Aufgrund der kürzlich ausgegrabenen Gebeine wurden die Renovierungsarbeiten bis zur archäologischen Untersuchung ausgesetzt. Okay. Was haben die denn hier drinne gefunden, bitte? Natürlich schlau, dass wir jetzt hier auch reingehen. Something